Wir haben gehört, du hast eine kleine Geschichte von den Auswärtsfahrten für uns parat. Ja, das ist eigentlich immer so ein bisschen unspektakulär bei den Auswärtsfahrten. Man denkt immer, da ist immer viel los, aber eigentlich ist es immer ganz ruhig, manchmal zu ruhig, dass die Spieler manchmal so in den Tiefschlaf fallen. Und da hat Chris mal letztens gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, da waren wir auf der Höhe von Essen unterwegs beim Auswärtsspiel und können wir irgendwo noch ein bisschen anhalten und so einen kleinen Spaziergang machen. Da habe ich gesagt, jetzt hier mitten in der Stadt ist schwierig, aber hier ist noch eine Autobahnraststätte. Und da sind wir also auf die Autobahnraststätte gefahren und da war so eine riesengroße Lärmschutzwand mit einer kleinen Tür. Und da sind wir dann ausgestiegen, die Spieler total müde und genau das, was Chris beschrieben hat. Und dann sind wir halt durch diese Tür gegangen und sind auf einmal in der Gartenanlage in Essen gewesen. Und dort waren die ganzen kleinen Gärtner und haben da ihre Gärten gepflegt. Und auf einmal kamen halt diese großen Spieler durch diese Gartenanlage gelaufen. Und jeder hat sich halt gewundert, was hier los ist. Jeder hat geguckt. Bis sogar dann Emir mal irgendwann gesagt hat, was machen wir eigentlich, wenn die Tür wieder zu ist. Wir hatten aber Glück, hat alles gut funktioniert. Und sie waren dann wieder fit und sind eingestiegen und dann halt ein bisschen wunderer. Du bist also so ruhig gefahren, dass die Jungs dann doch ganz schön verpennt waren letztendlich. Ja, so verpennt kann man wirklich sagen, ist der richtige Ausdruck. Aber ich denke mal, das ist auch normal bei diesen weiten Anfahrten teilweise. Denn wenn man überlegt, wir haben in den Auswärtsfahrten so 8.500 Kilometer im Jahr, dass das auch mal vermüdend ist, im Bus zu sitzen. Meinst du, die Fans werden beim Shuttle dann auch verpennt aussteigen? Das hoffe ich nicht, ne? Weil es wird ja nun ein Riesen-Event werden in Erfurt und ich denke mal schon, dass alle begeistert sind und auch sich darauf freuen, endlich, dass es wieder losgeht mit der Saison.